So, da sind wir wieder. Ich habe einfach weiter aufgenommen. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Folgen es dieses Wochenende werden, weil ich schlichtweg die ganze Woche auf dem Festival bin und dementsprechend nicht ganz so viel Zeit habe, eigentlich aufzunehmen. Aber ich will trotzdem mal gucken, was ich sehen werde, was ich tun kann. Geben wir erstmal dem Herrn hier seine Habe zurück. Sein Habe zurück. Griffith, hier hast du das Zeug. Und dein Zeug. Hier hast du dein Zeug. Wow, du hast tatsächlich alles aufgetrieben. Dann lass mich mal überlegen, was ich dir als Belohnung anbieten kann. In dem Klamottenpaket waren noch ein paar alte Socken. Die kannst du haben, wenn du willst. Ansonsten kann ich dir eine Buddel Fusel und etwas Gold anbieten. Gib mir die Socken. Ja, tatsächlich. Ich will eine bessere Belohnung. Gib mir die Socken. Okay, ich will die Socken, komm. Gib mir die Socken. Deal! Hab mir mit ihnen mal den Hintern ab... Warte, ich habe es mir anders überlegt. Gib mir den Fusel und das Gold. Na schön. Jetzt beginnt mein neues Leben. Auf zur Taverne. Du bist doch scheiße, ey. Fusel und Gold. Naja gut, hat sich wirklich gelohnt, die Quest. Vielleicht lohnt es sich noch ein später. Wie läufst du denn bitte umher? Gibt es hier irgendwas Interessantes zu sehen? Nein. Aber wir können ja mal ins Hinterland gehen. Und das Schattenreich vielleicht da besuchen. Das tut mir auch nicht den Knack da unten. Denn dieses Schattenreich wartete, glaube ich, noch so eine Art Drachenkreatur auf uns, die noch getötet werden muss. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Das mag wohl sein. Ich speichere erstmal und gucke nach, ob sie, ich weiß nicht, 90 Gold lohnen, die ich brauche, um das Schloss zu knacken. Zu schwierig. Verdammter Mist. Dann lade ich das Ganze wieder, jetzt wo ich gerade so viele Spruchrollen verbraten habe dafür. Offenbar muss man, oder kann man sein Talent praktisch nur eine gewisse Stufe steigern mit Rost. Naja, mal sehen. Wo ist das kaputte Land? Da oben ist das kaputte Land. Dann gehen wir nochmal da hoch. Können wir vielleicht mal Inquisitor kämpfen sehen. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil der Inquisitor heilt mich ja logischerweise nicht. Das hat ja nur Bones getan. Also werde ich ein bisschen mehr Vorräte jetzt verbrauchen müssen. Proviant und Rum und was weiß ich was. Aber ist auch mal nicht schlecht. 13 der Kultisten, das haben wir schon gelesen, oder? Der älteste Kreis der Kultisten... Ja, das haben wir auf jeden Fall schon gelesen. Gut, jetzt hier hoch. Kommst du mit? Gut, mein Dotter ist weg. Ernsthaft, er ist wirklich weg. Da ist er ja. So, gespeichert. Mal gucken, ob wir diesen Vieh jetzt beikommen können. Ein schwarzer Ghoul. Bitte, wenigstens in die richtige Richtung, das wäre auch schön. Wenn ich schon anvisiere. Autsch. Das kriegen wir aber hin. Ich würde irgendwie sehen, dass ich gerade so ein bisschen um den Lindwurm kümmert. Ich werde erst kurz auf den Ghoul achten. Autsch. So, Proviant genommen. Okay. Ah, verdammt. Wenn du so nah dran bist, dann machst du also Doppelschlag. Ich verstehe. Das ist ja gut. Und weg. Und nochmal. Sehr schön. Und nochmal. Sehr schön. Ja, gut. Gut. Nehmen wir kurz seine Krallen, seinen Knochen mit. Und jetzt ohne. Oh Gott. Ja. Vielleicht sollten wir uns erst um einen von den beiden kümmern. So dass wir gemeinsam gegen Lindwurm oder sowas kämpfen können. Geh mal hier hin. Sieht uns schon jemand? Der Lindwurm scheint da ein Problem zu haben. Ja, gut. Und kommt direkt auf mich zu. So haben wir den Ghoul zumindest nicht mehr in der Backe. Weg! Ah ja, du kriegst einfach einen Nahkämpfer. Ich verstehe. So kriegen wir ihn rein. Nein! Aua, aua. 5 für Proviant. Alter Schwede. Man kann seinen Angriff auch manchmal unterbrechen, das ist sehr schade. Aber den kriegen wir hin, keine Panik. Gar kein Problem. Aufgepasst! Wäre ganz geil, wenn Mendoza den zuerst mal anvisieren könnte. Nee. So, jetzt aber. Jetzt sind wir sauer auf mich. Jetzt
kann Mendoza wieder angreifen. Getroffen. Ein Treffer. Zwei Treffer. Mehr wollte ich doch gar nicht. Drei Treffer. Zwei Treffer. Oh, drei, zwei Treffer. Und er ist tot. Sehr schön. Lindwurm, was hast du denn so? Eine Schwanzstachel, eine Kralle habe ich erhalten. Schwanzstachel erhalte ich ja auch von diesen Drachen, Dingens. Na, wo ist denn? Hätte ich fast ein bisschen mehr erwartet. Ja, komm her, du blöder Ghoul. Der mir eben schon solche Probleme gemacht hat. Zwei sind da. Oh. Und gleich weg. Ohoho. Lalala. Alles jetzt da oben. Kein Problem, ich schieße Feuer in die alte falsche Richtung, jetzt mal zweimal gleich. Es wurde auch Zeit. Der eine ist tot, der andere ist noch hier unten, nicht wahr? Ach, du bist tot runtergefallen, das ist ja nett. So, dann danke für deine Krolle und deinen Knacken. Und das gleiche geht natürlich auch dir. Vielen Dank. Und hier müsste sich dann irgendwo ein böser Hexenmeister herumtreiben, den wir ebenfalls noch töten müssen. Das war wahrscheinlich ebenfalls ein relativ kräftiger Kampf ist. Ach, guck mal, die Pflanze wird angezeigt. Schädelblüte. Und ein Schattenfeuer. Ach, guck mal, ein kleiner Teleporter mal wieder. Haben wir, glaube ich, noch genug Teleportsteine. Wie viel hatten wir? 9 oder sowas? Auf jeden Fall nicht zu knapp. Ja, gut, danke für die Sequenz. Teleporter Hinterland des von Antigua. Wo sind wir hier gerade? Tab bringt mir nichts, M bringt mir mehr. Und es klingelt gerade. Kleinen Moment.